Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Ich wünsche euch frohe Ostern. Heute habe ich auch extra ein Notfallrezept quasi, so eine Last-Minute-Idee für den Nachmittag, weil ich habe euch ja jetzt eigentlich in allen anderen Videos so, okay, bis auf die Pranike, die kann man auch nachmittags essen, habe ich euch ja quasi Frühstücksideen genannt. Und heute zeige ich euch einen ganz süßen Hasen. Und mit diesem einen Teig können wir sogar zwei leckere Sachen machen. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Für den Hefeteig benötigen wir einen halben Löffel Hefe, zwei Esslöffel Wasser, das sind bei mir 20 Gramm, ich habe es extra abgewogen, 80 Gramm Zucker, dann 200 Milliliter Milch, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, ein Eigelb, 1 Teelöffel Salz, 550 Gramm Mehl Typ 405 und hier habe ich schon bereits 100 Gramm Butter schon mal geschmolzen. Ich würde sagen, wir starten wie immer los mit dem Hefeteig. Das ist ja schon fast langweilig. Also als allererstes wie immer den Hefewürfel. Den brösel ich einmal so mit den Händen ganz grob rein. Einfach so ein feines Stückchen. Dann kommt da auch das Wasser hinein. Dann der Zucker. Und die Milch. Und dann wird das Ganze für 4 Minuten 37 Grad auf Stufe 2 vermischt. Und danach lasse ich den Thermomix 15 Minuten stehen, also einfach ruhen. Und in der Zeit ist das quasi so ein kleiner Vorteig, dann geht das Hefe da drin nochmal auf und durch die Temperatur mit den 37 Grad, die halten sich ja da ein wenig im Thermomix, bilden sich dann Bubbelbläschen und dann geht der Teig auch ein bisschen besser und ist besser auf und ist dann auch ein bisschen fluffiger. So ihr Lieben, 15 Minuten sind um. Das bedeutet, wir machen den Deckel auf und es haben sich auch richtig schöne viele Bubbelbläschen gebildet, so wie ich es gesagt habe. Jetzt fügen wir noch einen Teelöffel in etwa von dem Vanilleextrakt rein. Ich mache das immer nach Augenmaß. Dann kommt das Eigelb rein. Es hat auch übrigens einen Grund, weshalb nur das Eigelb, weil das dadurch fluffiger wird und nicht so trocken. Das heißt, wenn man das Eiweiß noch mit dazu gibt, das Eiweiß, das habe ich übrigens aufgehoben, das benötigen wir dann zum Bestreichen, damit das dann eine schöne Farbe kriegt. Dann kommt das, erst mache ich das Mehl hinein. Und jetzt habe ich mich nochmal kurzfristig entschlossen, dass wir das Ganze nochmal ein bisschen aufpeppen mit ein bisschen Zitronenschale. Da ist es wichtig, dass ihr eine unbehandelte Zitrone nimmt, also nicht einfach nur gucken, dass es Bio ist. Es gibt auch Bio-Zitronen, die behandelt wurden, wo die Schale zumindest mit irgendwas behandelt wurde. Einfach mal gucken, dass da steht, Schale zum Verzehr geeignet und dass da nichts gewachsen wurde. Das gebe ich jetzt mit hinein. So, dann auch die Butter. Und dann lassen wir das, achso, das Salz, das darf man nicht vergessen. Denn wo was Süßes ist, gehört auch das Salz hinein. Und andersrum genauso. So, und jetzt wird das Ganze auf der Teigknetstufe für etwa 5 bis 8 Minuten verknetet. Guckt einfach von oben rein, dass sich der Teigklumpen dann wieder komplett vom Rand löst und der Thermomix hier schön hin und her kugelt. Ich habe meinen Teig jetzt 8 Minuten kneten lassen, aber ich musste noch 75 Gramm Mehl dazu machen. Da würde ich aber an eurer Stelle lieber nochmal gucken und auch mit 550 anfangen und dann das Ganze steigern, weil es immer abhängig ist vom Ei. Also wie groß eure Eier sind. Und ich benutze ja gerne die Bio, benutze immer die Bio-Eier und dementsprechend kann das von der Menge da auch variieren. Wenn man die Bodenhaltungseier zum Beispiel benutzt, die sind oft kleiner. Da braucht man oft weniger. Also schaut einfach am besten direkt nach. Dann holen wir den Teig jetzt hier raus, formen den gleich zu einer Kugel. Ich habe jetzt die Arbeitsmatte noch mal ein bisschen mit Backtrennspray besprüht. Dann drehen wir hier oben einfach. Wer jetzt übrigens keinen Thermomix hat, der kann das Ganze wie
ganz normal machen. Also, dass man quasi einfach nur die ganzen Flüssigkeiten lauwarm benutzt und dann das Ganze auch so aufgehen lässt. So. Wenn man das Ganze übrigens noch zitroniger mag, der macht dann ganz einfach nochmal den Zitronensaft hinzu. Seht, der Teig ist richtig schön glatt, elastisch und genauso muss er auch sein. So kann man nämlich am besten das Ganze formen. Dann besprühen wir auch noch die Schüssel. Legen dann den Teig hinein. Ich mache nochmal ein bisschen drüber, damit der nicht austrocknet. Und jetzt ganz wichtig, eine Schüssel, die ganz dicht abschließt. Dann geht der Hefeteig nämlich am besten auf. Und dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn man hin und her geht oder selbst wenn man da auch nochmal, also manchmal habe ich auch hier Fenster offen. Und Hauptsache, der steht an einem warmen Ort. Ich mache ihn jetzt wieder drüben auf die Fensterbank und lasse ihn jetzt so für eine halbe bis eine Stunde ruhen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ihr seht, der Hefeteig ist richtig gut aufgegangen. Meiner ist auch länger aufgegangen. Ich habe mich nämlich festgequatscht am Telefon. Aber das ist ja gar nicht tragisch. Ich sprühe jetzt hier alles schön ein. Dann holen wir den Teig heraus. Und jetzt besteht die Schwierigkeit eigentlich nur darin, einen süßen Hafer zu formen. Ich denke mal, wir teilen den Teig in. Ja, also der Bauchteil wird ja der größere Teil durch 4. Das heißt, hier haben wir den Bauch. Dann nehme ich mal so viel für die. Für die Arme und Füße. Dann denke ich mal so viel für den, ja, so viel brauche ich nicht für den Kopf. So viel für den Kopf. Und das hier werden die Öhrchen. Könnte was werden, ne? Ich lege mir hier gerade schon mal an die Seite mein Backpapier. Da nehme ich ja immer gerne das, was ich mehrfach verwenden kann. Und dann fangen wir als erstes an, den Körper zu formen. Also wichtig ist, dass jetzt hier quasi der Teig schön glatt ist. Und das kriegen wir ja, indem wir ihn zu so einer schönen Kugel formen. Wichtig ist, dass alles schön geölt ist. Seht ihr, dann haben wir hier schon mal den Bauch. Dann fahren wir noch zwei kleine für die Schnelle für das Näschen. Jetzt geht es um die Öhrchen. Da teilen wir den Strang in zwei Teilchen und den zwirbeln wir dann einfach. Jetzt rollt ihr das Ganze einfach so lange, bis die Oberfläche schön glatt ist, damit das Ganze schön aussieht. Dann legen wir hier oben die Enden so ineinander rein, damit wir einen schönen Abschluss haben. So, ich mache es am besten mal auf das Backpapier, auf mein Backblech so. Schön vorsichtig. Schön ist, man kann sich alles so zurechtlegen, bis es einem gefällt. Und jetzt machen wir eben noch kleine Rosinenaugen. Entweder nimmt man jetzt so Schokodrops
das hier, man kann ja sogar schon fertig eingelegte Rosinchen kaufen. Wenn jetzt Kinder mit, also wenn das auch für Kinder ist, ich meine, ich weiß ja nicht, ob so zwei Rosinchen so schlimm sind. Aber wenn man das nicht möchte, dann kann man einfach Schokotrops nehmen zum Beispiel. Oder man legt die Rosinchen selber ein, dann muss man die einfach über Nacht in Apfelsaft oder so einlegen. So, das Ganze bepinseln wir jetzt mit dem Eiweiß, was übrig geblieben ist. So, ihr Lieben. Der Hafi ist fertig. Der wandert jetzt in den kalten Backofen. Wer das nicht mit dem kalten machen will und es lieber oder die Zeit halt aufgehen zu lassen, der deckt das Ganze natürlich erstmal ab und streicht es dann erst mit dem Eiweiß ein. Aber die schnelle Variante geht ja immer mit dem kalten Backofen bei 180 Grad und dann sage ich euch gleich, wie lange. So ihr Lieben, währenddessen der Hasi backt, mache ich meinem Spatzel eine Überraschung. Der liebt nämlich Rosinen. Und da habe ich jetzt diesen Teig einfach nochmal zubereitet und parallel auch mit aufgehen lassen. Das ist dann auch die perfekte Resteverwertung für den anderen halben Würfel Hefe. Wenn ihr übrigens kein frisches Hefe zu Hause habt, dann könnt ihr natürlich auch Trockenhefe benutzen. Da achtet ihr einfach drauf, was auf der Verpackung vom Trockenhefe steht. Da steht dann nämlich immer dabei, für wie viel Gramm Mehl, wie viel Hefe, Trockenhefe man benötigt. Ich bin immer ein Fan von frischer Hefe. Ich finde, da geht der Teig irgendwie doch immer noch mal so ein bisschen besser auf. Und wie gesagt, ich mache ja immer die Variante mit dem Einfrieren und so habe ich dann auch immer was da. So, der ist auch richtig schön fluffig. Und teile ihn in drei gleiche Stücke auf. Ich hoffe, ich kriege es hin. Eins, zwei, mal schauen. So, dann kneten wir hier parallel die eingelegten anderen Rosinchen ein. Auch hier die Variante mit Schokotrops ist super lecker. Aber ich möchte meinem Schatzi nur Freude bereiten. Mein Tipp an euch ist immer, dass man mit Öl arbeitet und nicht mit Mehl. Dann kriegt man nämlich die Oberfläche richtig schön glatt. Und dann sieht der Zopf aus wie vom Bäcker. Ich finde übrigens, es sieht sogar wirklich besser aus, wenn man das quasi so wie reinlegt und dann einfach in der Mitte so gefüllt ist. Seht ihr den Vergleich? Das sieht viel besser aus. Wenn man dann die Grundstruktur des Teiges nicht ganz so kaputt macht. So, der Strang sieht jetzt leider wirklich nicht so schön aus. Den mache ich, glaube ich, mal in die Mitte. Und jetzt flechtet man den Zopf von außen nach innen. So habe ich übrigens überhaupt flechten gelernt. Nimmt man einfach so zusammen und formt es dann schön so. Dann lege ich den schon mal auf mein Backpapier, decke das Ganze ab und das lasse ich dann einfach schon mal in Ruhe aufgehen, solange der Hasi im Backofen ist. So, den decke ich jetzt einfach ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Hasi ist fertig im Hintergrund. Jetzt bestreichen wir das auch noch mit dem restlichen Eiweiß. Würde ich sagen, bestreuen wir den auch noch mit ein bisschen Hagelzucker. Dann wandert der jetzt auch bei 180 Grad. Ich denke mal so, ich stelle den Timer auf 20 Minuten und dann schauen wir, wie lange er braucht. Bis gleich! So ihr Lieben, einmal ist der Hasi fertig und der schöne Rosinenzopf. Also Hasi war für 22 Minuten im Backofen und
der Rosinenzopf war so für 25 Minuten. Ich würde bei beiden erst einfach, also da würde ich auf 15 Minuten erst stellen und da auf 20 und dann einfach gucken, je nachdem wie der Backofen ist. Ich musste auch den Hasi nach 15 Minuten, habe ich den rausgeholt und einmal gewendet, weil ich gesehen habe, dass der Backofen so ungleichmäßig ist und damit das hier so einigermaßen eine gleichmäßige Bräunung hat, guckt ihr einfach, was ihr für einen Backofen habt. Den Hasi, den werde ich ganz lassen. Den werde ich einfrieren einfach und dann an Ostern auspacken. Und den Zopf, den schneiden wir jetzt mal auf. Und da bin ich mal gespannt, wie der von innen aussieht, weil von außen erkennt man ja gar nicht, dass da Rosinen drin sind. Das war ganz gut so mit der Wicklung. Der ist auch noch schön warm. Und Hefe schmeckt ja am besten, wenn man ihn am besten direkt isst oder man friert ihn, wie gesagt, ein und kann ihn dann einfach auf den Toaster machen oder kurz im Backofen aufbacken. Und zum Beispiel, wenn man hier den Zopf nicht an einem Tag aufessen kann, dann schmeckt er auch ganz lecker, wenn man ihn am nächsten Tag einfach in Scheiben schneidet und toastet und dann schmeckt er wie frisch aufgebacken. Also, ihr seht, der Teig ist richtig schön weich und fluffig. Ich mache mal kurz einen Geschmackstest. Und er schmeckt super lecker. So ihr Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es mal aus und postet es vielleicht auch wieder bei Instagram. Ich hoffe, ihr habt meinen Kanal abonniert und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch noch so für Videos wünscht, auch gerade für den Sommer. Da freue ich mich natürlich über jegliche Tipps von euch oder einfach, was euch interessiert. Ich hoffe, ihr genießt die Ostertage noch und seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!